In den alten Kriegen wussten wir, gegen wen wir kämpfen. Aber heute ist der Feind unsichtbar. Sie können ganze Länder destabilisieren mit einem einfachen Krieg. Offiziell kann ich Sie nicht damit betrauen. Aber wenn Sie allein da rausziehen... In dem Fall bräuchte ich Hilfe. Schätze, das ist kein Freundschaftsbesuch. Ich stelle ein Team zusammen und du bist die Beste auf deinem Gebiet. Ich dachte, du wärst durch damit. Morgen zum Essen bin ich zurück. Hände hoch! Waffe runter! Bitte! 5, 4, 3, 2, 1! Drück ab! Oder hör zu! Wir arbeiten alle für unterschiedliche Geheimdienste. Den amerikanischen, britischen, deutschen, kolumbianischen, chinesischen. Aber jetzt haben wir einen gemeinsamen Feind. Halten wir ihn nicht auf, beginnt der Dritte Weltkrieg. Wir müssen uns zusammentun. Ihr habt Kameras in euren Klunkern, Funk in den Ohrringen. Hier tummeln sich die Most Wanted des CIA. Ich mag das neue Team. Ab jetzt übernehmen wir. Alles unter Kontrolle? Du? Nein. Wir begeben uns in Gefahr, damit andere es nicht sind. Wir sind die 355. Lust auf ein Spielchen, Tara. Alle Türen geöffnet. Oh mein Gott! Alle Türen verschlossen. Türen geöffnet. Es geht wieder los. 3 Angriffe bisher. Hast du eine Waffe? Ich bin Sidney Prescott. Natürlich habe ich eine Waffe. Irgendwas an diesem Killer ist anders. Samantha? Ich weiß, wer du bist. Ich habe das schon durchgemacht. Sehr oft. Das ist jetzt dein Leben und das bedeutet, wer auch immer es ist, der wird nicht aufhören, dich zu jagen. Bereit? Hierfür? Niemals. Warte! Es gibt gewisse Regeln, um zu überleben. Die Angriffe hatten alle eine Verbindung zu den ursprünglichen Killern. Und was immer diese Verbindung ist, es hat uns alle hierher zurückgeholt. Und ich werde nicht schlafen, bis er tot ist. Es ist mir eine Ehre. Im Verlauf der Geschichte haben unsere Leute geraubt, gelogen und getötet. Und dann eines Tages wurden wir zu Edelmännern. Doch diese Erhabenheit entstand nicht aus Ritterlichkeit. Sie entstand aus Härte und Unbarmherzigkeit.
wahre Macht begründet sich nicht im Krieg. Wahre Macht ist, zu erkennen, wer der Feind ist, den man wirklich bekämpft. Und wie man ihn besiegt. Ich weiß, du willst kämpfen, aber es gibt andere Wege, deine Pflicht zu erfüllen. Komm mit. Michael, ich kenne dich, seit du ein Kind warst. Du hast eine Gabe. Hattest du immer. Wenn es eine Heilung für deine Krankheit gibt, wirst du sie finden. Ich hätte schon vor Jahren sterben sollen. Warum bin ich noch hier, wenn nicht um das zu heilen? Badadam. Ich habe eine seltene Blutkrankheit und mir läuft die Zeit davon. Bididum. Das könnte meine letzte Chance sein. Du hast etwas vor, was ist es? Es ist nicht ganz legal. Ich will nicht, dass du noch mehr Schmerzen erleiden musst als ohnehin schon. Das wäre ein Heilmittel. Um welchen Preis? Michael, was ist passiert? Ich war dem Tode nahe und fühle mich jetzt lebendiger denn je. Erhöhte Kraft und Geschwindigkeit. Die Fähigkeit der Echoortung. Und ein übermächtiges Verlangen nach Blut. Wie weit ist es uns erlaubt zu gehen? Um etwas zu beheben, das kaputt ist. Bis das Heilmittel schlimmer ist als die Krankheit. Michael Morbius hat es satt, den Gutmenschen zu spielen, hä? Wie geht's, Doc?